Hey Leute, willkommen zu einem Special. Und zwar, wie angekündigt, kommt jetzt dieses Geschraubt mit Blue LED. Ups, da ist er. Mit Philipp Weckop, Hallo. Nylord Tschüss. und Rango. Yay. Und da unten steht noch Fakeless. Den teleportieren wir nochmal kurz her. So, dann ist er auch hier. Außerdem zum Zuschauen, Rango. Was hast du da gerade abgemacht? Mach das da wieder hin. Hat er. Es hat Außerdem, dieses zum Faces. Zuschauen Macht ist es denn da? Fakeness Phil, Lila Lion nimmt mit auf. Genau, ich nehme mit auf anstatt von Adcrafter, weil der hat da keine Zeit. Genau, und ja, das sind dann die Zuschauer. Ja, und dann würde ich sagen, ich erkläre das System nochmal. Und zwar habt ihr hier einmal diese Powerite Furnace von Thermal Expansion. Und da, die sind auch angeschlossen mit Bigcraft-Energie, da braucht ihr euch keine Sorgen drum machen. Dann habt ihr nochmal den Maserator und so hier. Dann habt ihr die Blue Electra, die von ja, Red Power, die Öfen, also die Alloy Furnace. Dann habt ihr hier oben einen Maserator und nochmal das Gleiche. Dann einen Projekthebel. Dann nur die Stromquelle Industrial Craft Strom, also. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Wildcraft-Strom braucht, Electric Engine oder so, wie man das auch immer macht. Und dann habt ihr nochmal Öl, Lava und Wasser. Genau, hier oben ist, da werde ich mich gleich hinstellen zum Starten. Ja, und ihr bekommt drei Items, die ich, ja, die kann ich jetzt ja mal sagen. Und zwar ist es ein Apiary, also ein Bienenstock, ein Timer, 32 Redstone-Tubes und 32 Redstone-Energy-Conduit, also diese von Thermal Expansion, die ja die Energiepipes von Buildcraft Energie von Teil, ja, einfach so. Und ihr habt eine halbe Stunde Zeit, das alles aufzubauen. Und was wollte ich denn noch erzählen? Irgendwas wollte ich noch erzählen. Genau, abgucken und so ist nicht. Da wird dann gleich disqualifiziert und gebannt. Ja. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Hat jemand noch von euch Fragen? Ja, Wir sollen das kriegen wir das genaue automatisieren, ne? Thema? Das Thema habe ich euch doch gerade hier schon gesagt. Das sind Was die denn? Items. Ihr müsst ein System bauen, wo diese drei Items oder beziehungsweise vier Items drin vorhanden sind. Für jedes Oh, aber Item gibt egal ein was. Punkt. Es muss aber zum. Es ist mir egal, was ihr baut. Es muss nur funktionieren. Ja, dann würde ich sagen, ich drücke Keine mal den Start. Peilung. LP-Miner wird Essen auch zur Verfügung gestellt. Essen ist in der einen Kiste drin. Okay. Alles verstanden? Jemand noch Fragen? Nope, ich will Nope. hier rein. Okay, dann drücke ich den Start. 2, 1, Start. So, jetzt geht's los. Ab Lalalala. jetzt habt ihr Aha. 30 Minuten Zeit. Jetzt könnt ihr anfangen, hier zu basteln und zu gucken, welche Items ihr habt. Die Items liegen in der Kiste. Und dann sage ich, viel Spaß dabei. Was ist das, MFSU oder MFE? Was ist MFSU? Stromquelle. Das ist MFE. Also Okay. 128. Ah ja. Ganz schön anstrengend, da irgendwas zu bauen. Ja, ich lasse das F1 mal an, damit man die Namen so schön sehen Und kann. die Items, die wir kriegen, müssen alle drin vorkommen. Wenn ihr ein Item nicht drin vorkommt, dann gibt es einen Punkt weniger. Ach so, okay, toll. Ich weiß gar nicht, wie man hier was wo craften soll. Gar nicht, was Nee, ich Diamant bauen brauche ich soll. nicht. Ich weiß nicht, was ich bauen soll. Ich hab so null Idee gerade. Eisen, Kupfer, Zinn. Was mit Eisen, Kupfer, Zinn? Soll ich euch das Punktesystem nochmal erklären? Das habe ich nämlich gerade offen. Lol, darf man jetzt aus den Truhen nehmen? Ja, klar. Lol. So, für die Funktion der Maschinen gibt es einen Punkt. Also wenn dieses Oh, ganze Diamanten. System funktioniert, gibt es einen Punkt. Wenn die Maschine gut aussieht und mir auch sehr gut gefällt, beziehungsweise jetzt Alina oder Lila Lion, die bewertet jetzt ja mit, gibt es zwei Punkte. Wenn die Maschine also aufwendig gebaut wurde oder man sie eher leicht versteht, gibt es auch zwei Punkte. Also wenn man sie leicht versteht, gibt es natürlich mehr Punkte, als wenn sie total kompliziert aufgebaut ist. Und dann noch, ob alle Items verwendet wurden, da gibt es dann 3 bis 5 Punkte. Da ihr vier Items habt, gibt es für euch 4 Punkte. Und ihr müsst nicht alle Items verwenden. Also nicht alle 32 Redstone-Tubes oder alle 32 Energie-Conductive-Pipes. Aber alles soll Lol, einmal da hat vorkommen. eine Alles irgendwie einmal. alle Diamanten rausgenommen.
Also nicht wirklich alle Diamanten nehmen, das ist doof. Ich suche gerade die Diamanten, da sind keine mehr da. Im Ernst? Wer hat die ganzen Dias genommen? Ey, hier sind doch noch ganz viele Dias. Hier sind aber noch ganz viele. Wo sind alle drinne? Ist Enderperlen oder sowas? Enderperlen, nee. So, brauchst du welche? Naja, eigentlich zwei. Ich weiß nicht, was ich bauen soll. Ich leg einfach nochmal welche mit rein. Und Spitzhacke. Da ist noch Platz, also in den Kisten lege ich jetzt an manchen Stellen noch Enderperlen rein. Halt. Kabel. Ja, der auch. Holz. Kabel. Ach, Lila, du guckst bei mir. Genau. Oh mein Gott, ich bin mal das ganze Gerumpe mal hier. Fahr erstmal. Rot war, Blue Led, ne? Hier oben. Bringen wir viele weg ab. Mal gucken, was die so machen. Oh, und ich muss die Aufnahme gleich nochmal ganz kurz beenden, weil ich noch was nachgucken muss, ob meine Festplatte gleich vorläuft oder so. Verwalte ich doch noch. Immer noch keine Idee. Nach morgen hier, ihr zwei. Ja, was kann man denn mehr bauen? Ich hab das schon so eine kleine Idee, aber ich will ja nichts verraten. Also falls ja. Ich hab schon alles ausgegügelt. Falls ihr Bienen braucht, die Gold? Sind in der Kiste. Bienen. Gold ist auch irgendwo in der Kiste. Ah. Und ich beende mal ganz kurz die Aufnahme, ich schalte gleich wieder rein. Ich muss nur gucken, ob meine Festplatte fest vorläuft. Habe ich nicht gefunden. Nur. Ich habe extra vorher noch reingeschaut, ob ich wohl genug Speicherplatz noch habe. Was baue ich? Ich glaube, ich weiß, was ich jetzt als erstes baue. Ich brauche Sand und Kohle. Wollen wir nicht wissen. Ich würde gerne mal wissen, was ich jetzt erstes baue. Wo ist Sand? Wo ist so, Sand? Da ist bin Sand? Ich wieder. Es könnte gerade ein ganz bisschen... So ein komischer Bienenstock mittendrin. Könnte gerade ein bisschen lecken, weil ich gerade noch einen Film von der Festplatte runterziehe. LP meiner, wo ist Sand? Aus Cobblestone. Nein, wir machen was. Man muss eben selber was machen. Musst du selber machen, du wirst ja wohl wissen, wie man Sand macht. Ah, scheiß Pulverisierer, ey. Aha, hier tut sich schon was. Bienenzucht. Ja, falsche Seite. Alle sind bei einem. Ja, hier tut sich schon was. Der hat ich hüpfe gerade nur herum und überlege, was ich mache. Ja. So, das mit der Festplatte passt. Jetzt gucke ich nochmal. War ich drauf nicht vorbereitet. Wer hat abgeguckt? Ja, der Philipp, der stand hier. Nylord. Ich bin aus Versehen bei Rot reingerannt. Lüg nicht, das war Nylord. Ihr braucht am besten keine Hektik machen. Wenn ihr euch keine Hektik macht, dann werdet ihr schneller fertig sein, als wenn ihr euch jetzt total Hektik und so macht. Ja. Dann irgendwie immer bei den Falschen LP rein. Meiner? Ja? Hier unten, hier, die Geräte dürfen auch mit benutzen, hey! Oder? Ja klar, das ist explodiert. Hallo, Hilfe, mein Ding ist explodiert. Warum ist das explodiert? Ich hab da nur Silber reingetan, dann macht's Boom. Okay, ich guck mir das mal schnell an. LP meiner Haus muss man keins bauen, gell? Bei mir läuft dann alles. Oh, kein Wunder, dass es nicht. Benutzt erstmal noch nicht die Maschine, ich überprüfe das nochmal ganz kurz. Hier muss noch bei mir läuft alles. Bei mir laufen die unteren Maschinen auch. Ach ja, dann... keine Scheiße damit. Kabel. Stimmt, hatten wir ja auch noch Maschinen. Ich habe immer noch keine Ahnung. Okay, der ist auch Gold, daran angeschlossen. Hast du deine Maschine wieder oder ist die noch weg? Explodiert ist weg. Es explodiert. Okay, ich werde dir da mal schnell, das ist jetzt ja natürlich ein bisschen blöd gelaufen, aber du hast hier oben ja auch noch welche. Ach, die laufen auch? Ja, klar. Nein, die laufen nicht, die sind defekt, weißt du? So, die unten hier müssten jetzt auch laufen. Ich brauche zwei Diamanten. Ja, ich kann euch das hier unten mal das System zeigen, was ich da aufgebaut habe, einfach mal nur so. Ja, hier seht ihr so ein bisschen was. Wie du Lappen, geht er weg. Es sieht relativ kompliziert aus, aber... Es ist relativ kompliziert. Ja, Phil, muss mal runterkommen und dir das angucken. Ja, Phil hat das, glaube ich, schon gesehen. Ja, ich hab das schon gesehen. Komm jetzt aber nicht mehr hoch. Vielleicht, wenn Madlina da auch noch mal guckt.
glaube, die war drin, ne? Wo war's, wer, wie? Unten. Ach, da von außen kann ich reingucken. Na super, das sieht's aus. TP, Hilfe. LP meiner Tour. Ah, scheiße. Hilfe. Guck, ja. Guck. Hilfe. Ich glaube, ich habe irgendwann den falschen Pulverisierer meinen Koppel reingeschmissen. Aber was läuft denn schon wieder bei meinen Sachen hier? Du hast da deine eigene Maschine. Weil ich irgendwo meinen Cobblestone reingeschmissen habe, wo er nicht reingehört. Nein, jetzt habe ich dich zu mir teleportiert. LP, Meiner, was tust du? Was ich tue, ich hasse dieses System. Ich hasse einfach dieses Vanilla-System. Wenn man zwei Namen eingeben muss. Ich kenne ja nur TP hier und dann den Namen. So, bei Blue Light steht ja schon relativ viel. Ein Apiary. Oh, der hat schon eine Biene drin. Time set. Sag das aber nicht jeden hier. Okay. Hüpf nur herum und überlegen. Oh. Und da grün sieht es aber nicht anders aus. Recht geben. Ah, vor allem so unvorbereitet. Ja, schon gerne. Wieso unvorbereitet? Sind alle gleich vorbereitet. Keiner wusste die Items. Aber man konnte schon Ideen machen, die anderen. Ich wollte ja nicht mal mitmachen. Leider ist der LL-Town nicht gekommen, du musst den Highlight einspringen. Ja, Gott sei Dank. Wetten, das wäre im Chaos ausgelaufen, wenn LL-Town da gewesen wäre. Naja, überleg dir doch was. Wenn du ein Item nicht eingebaut hast, ist ja nicht so schlimm, dann gibt's halt ein paar weniger. Ich mach mir jetzt einen anderen Ofen, der wo schneller ist. Du musst erstmal wissen, wie ich überhaupt ein Item einbauen soll. Ja, aber mit dem Apiary, da kannst du viel mit anfangen. Da kannst du echt viel mit machen. Also da kommen mir gleich drei, noch funktioniert. Da kommen mir dann 3-4 Ideen, was man damit machen kann. Und wenn du hier jetzt noch rumläufst, bringt dir das gar nichts. Ich hätte da auch eine Idee. Alter. Na dann tauschen wir die Plätze, ich nehme auf, du baust. Nee. Schade. Hier bei Weiß steht auch noch nicht viel. Nee, aber im Projekt-Table sind schon Schaltkreise. Also. Ich würde nicht so viel Zeit in bessere Öfen und so stecken, weil das bringt nichts. Mach ich auch nicht. Ich bin gerade dabei, hier irgendwas zu. Meine Güte. Ich glaube, das nächste, was ich mir machen werde, ist ein Jetpack, ey. Hast du mein Infovideo nicht gesehen? Da war sogar was drin, was du mit dem Apiary machen kannst. Alter. Ich hab nichts angeguckt. Ja, okay, dann sage ich einfach mal eine Idee, mal für alle. Und zwar könnte man jetzt mal, das ist jetzt so eine kleine Idee, zum Beispiel eine Zuchtstation mit Verarbeitung der Bienenkunst, könnte man bauen. Das wäre so mal eine Idee. Da sind zwar nicht alle Items drin, aber sowas könnte man zum Beispiel bauen. Ich weiß nicht mal, wie man sowas bauen. Ich auch nicht. Bienen, das ist für mich so gut wie Neuland nur. Für mich schon. Mann. Ja, ich hab noch keinen Bienen. Ihr habt auch alle was zu jammern. Ja. Ich wollte gerade sagen, die Zeit, die ihr ins Meckern steckt, sollt ihr lieber mal ins Überlegen stecken. Tue ich doch die ganze Zeit. Ich hüpfe hier herum und überlege. Ja. Was wollt ihr? Gummi. Und wie oft macht man das jetzt dann? So wie es ankommt, so wie ihr Bock drauf habt und so, ne? Direkt hier nach noch eine Runde. Noch 3 Runden. Wird wenn ihr Bock drauf habt, dann könnt ihr noch gerne noch eine Runde nachspielen. Muss ich aber erstmal eine Festplatte leeren. Weil die hat nur 500 GB. Dann will ich aber mal aufnehmen. Und mein Ofen ist Alina weggeknallt. Mal. Nee, ich muss dann weg. Hab nicht so lange Zeit. Hier unten. Hier. Aber dann will ich vielleicht gleich mit meinem Iron. Okay, wie viel Iron organisieren? Warte, aber ein Ofen. Halbes Eisen habe ich noch. Ja, hab ich mir gerade einfach wieder geholt. Lol. Hier Strom raufgeballert, wa? Ja, ich hatte ein Strom wäre gut, MV. Ja. Jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Studentenfutter als Nervennahrung. Alter, hör auf von Essen zu reden. Studentenfutter so funktioniert jetzt? Von die Erdnüsse. Ich brauche einen Ofen. Ich brauche auch kannst du nicht ausprobieren. Du hast schon wieder deinen Maserator. Oh. Funktioniert's oder knallt's wieder weg? Der kriegt nicht mal Strom. Ja sicher, der muss Strom kriegen. Na guck doch rauf, dass er keinen Strom kriegt. Ja, der guckt dir das alles testen können, aber... Hab ich eigentlich. Oh, ich will da nicht runterspringen. Fast runterfliegen. Ich will's auch lieber nicht. Ja, dann hat Philipp oder wer das der war... Der kann nicht klappen, du hast es falsch angeschlossen.
Die drei Punkte müssen zu dem größeren, also von den größeren Input hin, und du hast das falsch angeschlossen. So ich hab da nicht dran rumgefummelt, wer baut mir so ein Scheiß, ey. Wieso, hier oben hast du es doch falsch angeschlossen. Ich hab keinen Strom mehr. Strom kommt doch von unten. Nee, der Strom kommt von der Seite hier. Wieso dreht der sich immer? Der sollte so sein. Jetzt hab ich wieder Strom. Richtig gedreht, ey. Das riecht mich doch jetzt voll auf. So, kriegst du jetzt Strom? Es gibt Strom. Jo. Und er macht diesmal mit und knallt mir nicht wieder weg. Wieso habe ich einen Empf? Ach, egal. Würde ich auch sagen, egal jetzt. So. Wenigstens ist es jetzt fair. Und man hat oben ja auch noch seine Geräte. Also bei Nylat und Drango sieht man noch gar nichts. Bei Blueland sieht man schon gut was. Ja. Ja. Und bei Philipp Weckhop, der hat da auch schon was stehen. Ich habe auch schon was stehen. Ich habe einen Bienenstock stehen. Also ist es dir jetzt aufgefallen, Blueland? Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wann fällt es mir endlich auf, ey. Was sollte ihm denn auffallen? Nehme ich einfach mal alle mit. Nein, nicht alle mitnehmen. Nein, so fies bin ich nicht. Aber die sollte ja nachher auch, die Biene sollte ja nachher auch was produzieren. Also müsste er dafür ja noch was machen, ne? Alter Vater. Wo waren Bienen? Brauchen die für Bienen zu dabei. Also ich würde sagen, in den Bienenhäusern, wenn das wirklich noch einen Punkt mehr geben soll, dann müssten da auch vielleicht Frames rein. Hä? Hat er jetzt bearbeitet oder nur? Ja. Ja. Kann da stehen bleiben. Laufen die unteren Öfen jetzt immer noch? Die laufen alle. Okay. Gut, weil ich brauche jetzt Eisen. Also bei dir ist auf jeden Fall nicht weggeknallt. Bei mir ist noch weggeknallt. Bei mir ist gar nichts weggeknallt. Nicht mal ansatzweise. Wo finde ich denn hier Buildcraft Bogen? Selber herstellen? Selber machen, stimmt. Ja, das habe ich vergessen. Gleich erstmal Diamant Pickaxe machen, ey. Hey, wenn dann ordentlich. Habe ich auch als erstes erstmal gecraftet. Was steht hier denn bis jetzt so Schönes? Bis jetzt noch fast gar nichts. Okay. Nylot ist auch irgendwie was im Überlegen, würde ich sagen. Nicht wirklich. Nylot? Ja. Überleg dir was. Das ist ganz schön einfach. Ja, ich überleg doch, aber mir fällt nichts ein gerade. Ich weiß ja nicht mal, was dazu alles zählt, ob auch zählen würde, wenn man das und dies und das. Ja, mach doch einfach, wenn das falsch ist, ist doch egal, mein Bild, es ist ey, nur ein Spiel. Güte. Einfach irgendwas bauen. Ich hab meine Öfen erstmal geupgradet, damit die schneller... Oh, scheiße. Ich würde nichts in Upgrade reinstecken, weil das ist verlorene Zeit eigentlich. Und die Öfen sind schnell genug. Wenn du die Öfen von Thermal Expansion nimmst, sind die auf jeden Fall schnell genug. Ja, oder man macht einfach vorhältig. Ich meine, du weißt ja, ob du es später brauchst oder eben nicht. Ja, man muss auch nicht alles masserieren. Ihr habt noch über 20 Minuten Zeit, also, ne? Kein Stress und so. Ja, kein Stress. Kein Stress. Leicht gesagt. Was ist das? Stress, was ist das? So. Geht's mir ungefähr. Das ist, glaube ich, das, was ich gerade habe. Wenn man keine Ahnung hat, was man schafft, dann ist das schon ganz schön anstrengend. Ja, Nylot, der läuft hier nur rum. Ja. Ich kann gerade auch nicht. Oh nein, Leute, mach machen. Doch irgendwas. So blamierst du dich doch nur. Ja, mach so kommt man auch am Bienen. Geh mir aus dem Bild, Phil. Dann müssen wir aber erstmal was einfallen. Mach doch irgendwas. Phil. Gut, ich habe einen Timer aufgestellt. Du musst ihn ja nicht hier irgendwie antreiben oder so. Wenn er nichts machen will, macht er nichts. Ja, aber das ist doch doof. Toll, er hat jetzt. Ja, einen... Ja, so. Ja, ich überleg halt. Nimm deine Items, da kannst du doch bestimmt was mitmachen. Du brauchst ja nicht alle benutzen. Hier eine Buildcraft Pipe, was kann man da alles mitmachen? Ey, Buildcraft Pipe, Dub. Das ist Alter, was kann ich mit diesem Redstone? So, ich habe alles platziert, was wir sollten. Du hast schon, also es da viel zu wenig Punkte für gibt, aber egal. Hey, man kriegt doch Strings, wenn man Wolle in Maserata schmeißt. Das mache ich gerade, aber es passiert nicht. Du musst weiße Wolle nehmen, warte. Danke, machst du das gerade für mich? Nö. Ach du. Wäre ja voll unfair irgendwie. Und Lappen. Aha, was passiert hier? Aber bei Nylot passiert mal wieder nichts. Ich hab keine Ahnung.
Geht ja. mir auf dem Weg. Ey, mein Maserat hat kein Interface. Weißt du das schon, mit dem Video die Bienen daraus kriegst? Nein. Ja, ja, du brauchst doch, so einen Scoop. Ja, ja, ich weiß aber nicht. Ich muss gucken, wie man Wolle macht. Oh, ich brauch Impregnated Sticks, scheiße. Wolle sind in der Kiste. Ja, ich würde Impregnated Sticks nicht machen. Brauch ich. Nein, nicht Regen. Rain off, please. Heul, Susan. Kann man ja, Regen, wenn sie ausmachen, ne? Ja, ist schon dabei. Bronze, Kupfer, Tin. Nein, Leute, jetzt mach hier doch irgendwas. Du weißt doch bestimmt irgendwas, was du mit Bigcraft Pipes machen kann. Noch gar nicht mit Bigcraft Pipes gearbeitet. Nicht wirklich. Nimm eine Bigcraft Pipe und schließ dann Thermal Expansion Maschine an. Ist doch. Ja, easy going. Mir kommt das so ein bisschen vor, als wenn du gar keine Lust drauf hattest. Hat er auch nicht. Wollte gerade sagen. Ja, aber ein bisschen was einfallen. Ja, circa noch 20 Minuten noch. Ach du Scheiße, wie soll ich da irgendwas. Was schaffen? Das schaffe ich. Oh, geil, ich schaff gar nichts. Warte mal, wie geht's? 20 Minuten ist noch lange. Unten die Drohne, oben die Könige. Yay, das klappt sogar. Ja, und jetzt kannst du auch was mit anstellen. Man muss sich halt eben auch überlegen, welche Bienen man dem Django, gell? Ja, also ich glaube nicht, dass das hier ein Winterbiom ist, aber ne. Dann warte mal gucken hier. Scheiße, man. Kannst du noch ein bisschen Blätter reinlegen, Oakwood-Blätter? Oakwood-Blätter, was brauchst du da denn? Bienen genommen. Möchte einen Baum bauen. Was mit dir? Baum bauen? Baum bauen. Auch einfach Baum wegwerfen. Baum. Baum. Willst du nicht wieder einsammeln? Baum. Oh, so drin. Danke. Jetzt hab ich Frozen kommen. Könntest du Impregnated Sticks reintun? Nee. Nein, braucht man nämlich nicht. Und hier sind keine Schokoladenframes drin. Warte mal, das ist doch ein. Willst du ein Kreuzen? Ich will einen Proven Frame machen, aber es geht nicht. Du kannst doch die anderen nehmen. Mensch, ihr seid aber auch Mecker-Mädchen hier. Das ist ja schrecklich hier. Kannst du laut sagen. Elvis, hast du nicht mitgemacht? Ja, wenn ich das hier höre, da hätte ich mal lieber mitmachen sollen. Ja. Siehst du? Dann wären 20 Minuten fertig und dann fragen sie sich wie. Doch, es ist doch wurst egal, was da für eine Maschine steht, wie die aussieht. Ist doch nur ja, was soll das werden? Nein, Leute, ist doch egal. Mach doch irgendetwas. Alter. Du bist doch sonst kreativ genug. Nee, der baut immer bei mir ab. Ja, aber nicht bei unter Druck. Es ist kein Druck. Stell dir vor, du hast es ist Druck. Druck. Stell dir vor, dir krault einer die Füße, du hast genau. Lecker kein Behinder in der Hand. Die Füße liegen in der Sonne. Alter, und du bewegst einfach deine Maus zum Beat. Phil, das provoziert mich. Das macht gerade irgendwie nichts besser. Leute, jetzt habe ich Monster-Lag gehabt. Wenn dich diese Lichter hier aufregen, kannst du ruhig wegkloppen, ne? Welche Lichter? Nee, bei ihm verbinden sich die Pipes mit den Lichtern. Ja, die regen voll auf die Lichter. Ja, dann mach die weg. Welche Pipes? Welche Lichter? Stimmt. Welche Pipes? Ah, danke. Oder bau das so drüber, ist doch. Ich muss das sowieso höher bauen. Oh lol. Oh hier, yeah. Nylord fängt jetzt an. Irgendwas macht er hier jetzt. Ich hab ne Kiste und ich überleg gerade. Wow, ne Kiste. Mal gucken, was Rango hier so schönes macht. Ich bin schon weit vorangekommen. LP könnte Schokolade kriegen. Schokolade? Mal gucken, ob das die richtigen Frames. Ja, für Schokoladenframe. Warum brauchst du einfach Schokoladenframes? Oder Kakao. Ja, da stehen die Bienen schneller kaputt. Guck mal, schneller hier. Honig. Hier. Philipp macht das doch so, wie das jetzt ist. Ist doch super. Ja, ich hab die richtigen Bienen gefunden. Schau. Ist doch gut so, das funktioniert Scheiße. Doch. Ja, deine funktionieren nicht, weil da noch was fehlt, aber. Leute, nicht zu viel helfen. Was soll ich mit diesem Hä, was? Ach, Redstone. Kann man da irgendwie. Okay, ich sag da mal nichts zu, aber. Ich sagte doch, ich will einen Baum bauen. Ja, aber so wird das nicht funktionieren, aber ich sag da mal nichts zu. Weiß. Die Optik wegen. Ist es sinnvoll, wenn ich das jetzt hier craft? So wird das auch nicht funktionieren, aber... Überleg dir schon mal für die nächste Runde die Aufgabe. Wieso sollte ich mir die schon überlegen?
Ah, Mann. Griesenteller brauche ich. Ja. Alterati. Ach, Mann. Eisen, Silber müsste ich haben. Wie craftet man sich? Alter. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Ich habe keine Ahnung, was. Also. Ja. Ich kann jetzt nicht essen. Kann jetzt nicht essen. Auch gut. So, Mango, was macht er hier? Nicht viel. Ich muss jetzt essen gehen, das ist kacke, sonst krieg ich Anschiss. Hier kann mich mal jemand ab. Kann mich mal jemand ablösen, bitte. Oh nee. Gibt's nicht. Scheiße. Muss essen, Jonathan. Dann disqualifiziere ich mich jetzt. Nein, das ist kacke. Es geht nicht. Ich muss essen. So. Oh. Bill, machst du dann für ihn weiter? Ich komm nachher wieder. Na, dann wirst du. Bitte keine Electrical Engine. Ja, dann ist einer schon mal YouTube. Phil, willst du für ihn weitermachen, oder? Nee, dann ist er disqualifiziert, hat er Pech gehabt. Na, okay. Pech gehabt. Dann ist schon mal einer weg. Nächstes Mal nutzen wir das vorher aus, ob es kein Essen gibt oder so. Das ist ja schrecklich, ey. Ja, ich habe echt aber Bescheid gesagt. Ja, so. Meine Mutter das echt nicht genau in der Sekunde macht. Ja, das ist. Aber manche Leute denken da halt einfach nicht so weit. Auch nicht so weit gedacht, weil ich nicht dachte, dass ich mitmache. Es ist schon schlimm, wenn der Horizont nur von 12 bis Mittag reicht. Oder von der Tapete bis zur Wand. Lulette, du musst den Tank dazwischen wegnehmen. Ja, gerade bemerkt. Ja, die einzigen, bei denen schon richtig viel steht, ist hier Philipp Backup und Blue LED. Genau. Ja, das heißt, die sind nur mehr Nylot, also. Ja, Nylot macht ja gar nichts. Versteht das mit den Ärzten nicht. Ich lauf immer an andere tun. Erst laufe ich zu weit und gucke ich mein Problem ist, ich kenne mich nicht so mit den Tubes allen aus. Kann ich ist egal, direkt die an die MFE anschließen? Was möchtest du an die MFE anschließen? Direkt die Electrical Engine. Ja, klar, das passt. Kabel. Diamant, 2 Redstone, Glas. Glas habe ich denn noch? So. Deck, Diamanten. Kann ja auch ein bisschen tricksen. Hallo. Hallo. Diamant, Glas. Let's down. So, hier Blue Led, der arbeitet hier schon schön. Hä? Ah, erstmal, dass sie ein bisschen vorläuft. Okay. Das kann man ja gleich alles noch machen. Ja, solange das läuft, ne? Okay, die muss ich, glaube ich, erst aufwärmen. Ah, nee, ich habe die eben einmal angeschmissen. Das ich hätte das zwar anders gemacht, aber wenn man es so macht, ist auch gut. Halt. Nein. Ends. Nee, so wie er hier hätte ich das auch gemacht. Das ist eine kluge Idee. Ja. Ich bin ja noch nicht so weit. Hat alles abgeguckt. Also hier der Philipp, der baut sowas ähnliches wie mein Freund. Ah. Mit, okay. Kupfer. 20 Minuten war bis jetzt das letzte. Okay, dann müsste so ein paar noch. Minuten. Eigentlich müsste jetzt schon 10 Minuten gleich kommen. Hm. Aber hätt's uns hier nicht. Alles schön. Gar nicht. Ich wollte euch langsam. Nur eine Info geben. Ja, ist gut. Und wenn ihr gerne hier auch mal mitschwimmen wollt, der Link zum Anmelden ist hier drunter, würde ich sagen.
Müssen wir nur mal gucken, wie wir es dann machen. Ob wir das überhaupt nochmal machen, ist ja auch die Frage. Es kommt darauf an. Zum Beispiel sowas, so wie Rango und jetzt, das dürfte auf jeden Fall nicht passieren. Dass wir jetzt einfach essen müssen. Das ist dann halt doof, auch gegenüber den anderen, weil... Also müsstet ihr das vorher mit euren Eltern abklären und die um Erlaubnis bitten. Um Erlaubnis. Was ist das hier für ein Kiki? Ja, deswegen, habe ich doch gesagt, die, ihr nehmt dann einfach die Lichtlampen raus oder so. Ich will das Redstone-Signal auf die Tube übertragen, weil das sind ja Redstone-Tubes, aber ich krieg das irgendwie nicht da drauf. Ich dachte, wenn er die verwendet, habe ich so verstanden, dass sie dann irgendwie Licht machen oder so. Nee, die Redstone-Tubes kannst du mit dem Redstone-Signal ansteuern. So wird dann das ganze System, welches Ding da auch immer dran hängt, ja, so beansprucht, sodass es angeht. Muss aber ja nicht sein. Ja. Und wie gesagt, die Funktionalität ist mir wichtiger als wie es aussieht. Guck mal, schau mal rein, rassige Bienen. Kann man es nicht machen. Ja, kann man mit dem Filter, oder ist der Filter falsch rum angebracht? Falsch rum, ne? Ja, der ist falsch rum. Nee, mein Filter ist falsch. Da ist aber dieser Schraubenschlüssel. Screwdriver oder so. Hey, hilft den. Mann. Eisenstick. Die wird schon wieder abgebaut bei Blue Light. Aber Nightlight passiert jetzt auch so langsam, was? So langsam. Steht jetzt eigentlich schon, na, 10 Minuten stand immer noch nicht drin, aber so langsam müsste das kommen. Also alles ist ausgetestet. Ja, außer jetzt die Stromverbindung, das war nicht so grad super, aber... Ach, Quatsch. Muss man sich nicht aufregen. Falls jemand Zeit hätte, der GM hat, könnte hier Blöcke gerne wieder reinsetzen. Also International Server Error. Jo, wieder drauf kommen. Kommt manchmal, wenn ich jetzt biest. 10 Minuten sind immer noch nicht um. Kann eigentlich nicht, das müsste eigentlich gleich passieren. Kannst du mal Tag machen, bitte? Schon wieder Server Error. Ja, dann gehst du mit einem falschen Item irgendwie auf einen Timer oder so. Ja, das kann passieren. Mit dem Timer darfst muss die Hand leer sein. Achso, falsches. Was? Das kann nicht. Da sind die Timer stehen geblieben. Das kann nicht. 10 Minuten müsste um sein. Normalerweise schon, weil wir haben schon bald 6:45. Ja, der Timer ist stehen geblieben. 10 Minuten steht jetzt. Ja, das habe ich gerade gemacht. Mhm. Aber der ist nicht stehen geblieben. Der läuft mit. Aber wieso ist der stehen geblieben? Das kann doch nicht. Kein Kupfer mehr. Warte, gibt's hier World noch oder so? Ja, normalerweise müsste in circa 3 Minuten aus sein. In 3 Minuten aus? Das circa, ja. Das passt nie im Leben. Nicht von den Timern hier. Ja, von den Daimern her nicht, aber von uns her. Aber wir haben ja um 5 nach circa angefangen. Hast du ein bisschen geredet? Haben wir um circa 1/4 angefangen. Da müsste jetzt um 3/4 eine circa halbe Stunde sein. Ja, circa schon, aber wieso sind diese Timer denn nicht mitgelaufen? Bestimmt wurde dieser Schrank irgendwie nicht geladen. Oder so eine Scheiße war das wieder. Kann man jetzt nicht ändern, muss es einfach so weiterlaufen. Ja, gucken wir einfach auf die Uhr. Aber so schnell, die Zeit kann nicht so schnell umgewesen sein, dass dreiviertel jetzt gleich um ist. Das kann eigentlich nicht. Wohl. Und ich hab welches Spiel kriegt man nochmal am meisten Honig? Du leckst gerade ein bisschen. Er hat gefragt, von welchem Bienen man am meisten Honig bekommt. Das ist doch nicht so wichtig. Ich meine, die Realität oder wie man das nennt, ist doch wichtig. Dann würde ich sagen, stay 5 Minuten. Ja, 5 Minuten noch oder so. Genau. Dann muss ich das hier halt von der Hand umschalten. Ich weiß nicht, ob der jetzt noch 5 Minuten läuft. Ja, ich hab mitgestellt mein Timer 5 Minuten. Nein, okay. War abwechslungsreich. Aber, die Timer sind stehen geblieben, oder?
So, Leute, da sind wir wieder nach einem kleinen Absturz und ich starte jetzt mal noch 5 Minuten. Das stimmt jetzt nicht, dieses 3 Sekunden. Der Timer hier hinten müsste hier jetzt anfangen. Ach, da. Genau. Nee, der ist. Ist der gestoppt oder fängt der an? Der ist gestoppt. Ja, machen wir einfach 5 Minuten, oder? Ja, ich habe jetzt einen Timer auf 300 Sekunden und. Guck doch einfach auf die Uhr. 49, sagen wir 50, okay. Ja. Naja, nachdem ich disqualifiziert bin, kann ich dazu gucken. Ja klar, wir gucken jetzt nochmal. Entschuldigung, wegen dem kleinen Zwischenfall, aber das ist halt viel zu biest, würde ich sagen. Ja. Und der Fehler war, irgendjemand hat eine Goldchest platziert oder irgendeine Chest von Iron Chest. Ja, also ich habe eine Goldchest gesetzt, also mein Fehler. Also genau in dem Moment. Jo. Ja, dann ich habe die gesetzt und ihr seid alle rausgeflogen. Ja, der konnte die Textur von der Goldchest nicht rendern bzw. anzeigen. Das ist das Problem gewesen. Naja. Doch, ich werde hier nicht gebannt. Nein, da kannst du ja nichts für. Halt ärgerlich, aber. Ich würde sagen, er kann alles dafür. Da kann eigentlich keiner was für, außer viel zu Beast. Genau. Ja. Bei Bluelight würde ich aber auch bannen sagen. Genau. Ja, einfach nur so. Zum Spaß. Ja, würde ich ja. Aber auch machen. Ja, gerade wegen der Goldfisch. Ganz ehrlich, haut weg hier. Oh, Bluelight hat ein bisschen mehr Power drauf gesetzt. Mit. Das ist auch klug, mal so Wasser und so mit einzubinden. Ich hätte natürlich nur den Australcraft-Strom eingebunden, so wie ich bin, ne? Mach diese. Ach, jetzt arbeite ich. Ja. Machen wir ein Setpack, damit ich zugucken kann. Wieso? Ja, zugucken. Ja, aber du kannst ja auch rumlatschen. Ah, könnte ich machen. So, wie sieht's bei Philipp weg ob aus? Oh, der Timer läuft aber schnell, ne? Du weißt schon, dass diese Timer auch als vielleicht als kleinen Punkt Overheat und so, ne? Ja, so lange braucht er nicht. Also, wenn er über 2 Sekunden ist, bin ich damit einverstanden. Ja 20 Sekunden reicht eigentlich. Was hast du denn für Bienen? Wer hat die gezüchtet? Nee. Wen hat er denn? Ihr wisst schon, dass jeder, der was hier jetzt gebaut hat, uns das auch nachher nochmal erklären muss. Ja. Aha, bei mir gibt's nichts zu erklären. Auch du, Nylight, musst uns erklären, was ihr denn was sogar gebaut hast. Auch wenn es nicht funktioniert. Ja, bis jetzt gibt's Bienen halt bei mir. Ja, da gibt's dann einen Punkt oder so für, ne? Du musst aufpassen, aber unter dir ist Wasser gleich. Unter wem? Und meine Engine ist runtergefallen. Welche? Wo? Ja, da ist so eine Engine runtergefallen. Ach da. Hätte ich schon fast befürchtet. Ja, sowas, da helfe ich natürlich, die Engine wieder hochzukriegen. Weil... Ja, aber runterfliegen wäre ein bisschen fies. Ja, wieso ist sie überhaupt runtergeflogen? Ich muss da unter ja noch eine Leitung bauen und. So, wo soll die hin? Kannst mir geben. Muss da noch. Aber wollte ich noch was hinbauen. Oh, die wird schon gelb, aber ich glaube, das macht nichts, ne? Solange die Wasser bekommt, also. Okay, bleib beim 4000. Wir hatten mein Eis, Kupfer gestohlen. Du selber? Park bitte. Danke. So. Wie sieht's hier aus? Seid ihr gleich alle fertig oder? Ein bisschen Zeit könnten wir. Ich habe jetzt extra noch 5 Minuten draufgepackt. Aber es ist blöd, dass die Timer natürlich nicht mitlaufen. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Aber...
Wer schreit denn da? Im Hintergrund. Ich glaube, das war der Phil oder so. So schnell kann ich mein Mikro geil ausmachen. Was ist das denn? Wie gut, dass ich nicht angeschrien werde. Deine Kleine. Nee, der Hund. Der Hund? Drecksköter, was musstest du da hinpissen? Nee, das macht er zum Glück nicht. Ach, die Lampe ist weg. Achso, bei mir sind jetzt die 5 Minuten abgelaufen. Bei mir eine Minute noch. Ah, ich finde gerade nicht noch. Das, was ich suche, da. Mann, wer baut denn immer meine Teile wie hier dahin? Das ist Verarsche. Baut man die mit Mühe ab und dann zuwarten. Guck mal, wie es beim Timer aussieht, ob das überhaupt funktioniert, aber. User joined your channel. Oh, da kommt Ed. Hallo? Abend. Geht aber doch. Ed Schwefti, Ed Schwefti. Ed kleine Ed Schwefti. Vize Wies ist der letzte Schrott. Nee, seit wann sagst du das? Gerade eben. Seitdem gerade eben abgeschmiert ist. Ja, gerade so. Ich predige das schon seit Jahren. Ja, aber halten wir ein neues Modpack da zusammenstellen sollen, oder? So, der Timer läuft wenigstens noch, dann ist gleich Ende. Ja. Dann müssen alle runter. Na, kann Ed jetzt ja doch mitbewerten. Einer wurde schon disqualifiziert, der eine macht fast gar nichts. Hab ich schon gehört. Der Pelikan? Der Klopapier? Ich bin hier. Klopapier ist hier. Klopapier? Klopapier. Alle stehen und liegen lassen. Ja. Ja, dann hast du noch eine Kiste, mein Inventar mal leer. Cool, ich bin weit gekommen. Ich hab und platziere eine Iron Chest. So, ich platziere jetzt mal schön eine Iron Chest. So, jetzt alle runter. Also alle nicht runter, sondern alle hier in die Mitte. Ich will erst noch eine Iron Chest platzieren. Nee, alle stehen und liegen lassen. Gar Klack. Nichts machen. Ja, alles so lassen, wie es jetzt ist. Hey, kommst du hier runter, du so, dann fangen wir bei Philipp Backup an, würde ich sagen. Ed, wo bist du? Oh. Bei dir. Ja, dann können wir das hier mal anfangen zu bewerten. Was war die Aufgabe? Die Aufgabe war, ein Apparary, 32 Redstone, hier die Redstone-Typs von Red Power. Was war noch drin? Ja, 32 dieser Energie-Pipes von Thermal Expansion und ein Timer. So, ziemlich ein hoher. Muss man die ganzen Teile insgesamt nutzen, oder? Nur wenn man eine Powerpipe drin hatte, war das okay. Ach so. So, dann würde ich mal anfangen. Also die Anzahl ist egal, oder? Die Anzahl ist natürlich egal. Okay. Dann würde ich vielleicht eine Flymod bekommen. Ich würde mal sagen, dass erstmal die Person das. Ja, die sollen das erstmal vorstellen, würde ich sagen, oder? Genau, wer? Philipp, dann stell mal vor. Moment, wir können noch mal trinken. Das ist Philipp Webkopp. Ja, halb Bienen, habe ich hier Valiant mit Forest gekreuzt, das was rauskommt mit dem Filter hier raus, hier drunter ist eine Pipe, Mensch, die angefeuerten okay. Pipes hier runter, geh doch mal aus meinem Bild bitte raus, danke. Alle zur Seite dann? Hier rüber, dann hier in den Zentrifuge rein, dann mit dem Filter wieder raus, hier rüber in die Kiste. In welche Kiste? Okay, da war gerade ein Handy, aber egal. Dann halt das, was an Honig rauskommt, nehme ich mir dann raus. Ja, womit ziehst du das da raus? Mit der Hand. Okay, aus der mit Kiste der Hand. Nehme ich mit der Hand, schmeiß ihn in den Squeezer rein und dann habe ich halt mit dem Tank in den Honig rein. Okay. Und hier Electrical Engine mit. Genau. In Pipe. Also Items, würde ich sagen, sind alle verbaut, so wie ich das jetzt sehen konnte. Ja. Ja, Timer, dann Pipes, End. Würde ich sagen, dann gibt es da schon mal 3 Punkte für. Halt mir das mal kurz auf. 3. Aussehen. Was hast du da zu AdCrafter? 4 Punkte, oder? Wir haben ja 4 Items. Du hast ja früher gesagt, maximal 4 Punkte. Genau. 4. Okay. Entschuldigung. Dann Aussehen. Da gibt's 2 Punkte höchstens für. Wie viel gibt's noch? Oh, nächste Runde mache ich besser. Also, die Höchstpunkte sind 2, meine ich. Oh. Mehr Punkte gibt's da nicht. Und weil das auch alles verdeckt habe, würde ich sagen, 2 Punkte. Ja. Ja, alles verdeckt ist halt auch nicht immer das Beste, muss man sagen. Ja, aber hier auch mit den Blumen. Ja, aber das sieht doch schön aus. Ja. Ja, man, hier hätte man ein anderes Material nehmen können, meiner Meinung nach. Für die Leitung. Das gefällt mir persönlich nicht, dass da Erde ist. 1,5 Punkte. Wir brauchen hier ein Stack Diamanten. Okay, dann nehmen wir 1,5 Punkte. Ja.
Dann würde ich sagen, funktioniert die Maschine? Ja, also nochmal ein Punkt dazu. Ja, hast du eigentlich so irgendwie aufwendig oder auch in der Bewertung? Ja, drittens, wurde die Maschine aufwendig gebaut oder eher leicht? Gibt es, wenn es leicht ist, 2 Punkte. Ich sag leicht. Ziemlich leicht. Geh kaputt, ja. geh kaputt. Dann gibst du nochmal 2 Punkte für. Meiner Meinung nach zu leicht gebaut, weil da hätte er aussortieren können. Das automatisch den. Jetzt bleibt da oben stehen, da also auch 1,5 Punkte oder 1 Punkt. Was ist das Maximum? Ja, wenn du bedenkst. Wenn du bedenkst, die anderen Ayla zum Beispiel hat erst noch zu spät angefangen. Rango hat am Anfang auch fast nichts gemacht, sonst musst du dann weg. Ich hab nur ein Apparie da zu stehen. Also. Alina, mach mich fliegen. Ich sag mal 1 Punkt. Okay, dann gibst du 1 Punkt für, dann sind es 6,5 Punkte. Weil es halt das erste Tutorial ist, sonst würde ich sagen 0,5, aber. Lass mal Eisketten. Du wirfst die Sachen runter. Nein, würde er sagen. Okay, dann gehen wir mal weiter zu Nylord. Hilfe! Ja, der ist ja nicht qualifiziert worden, oder? Nee, Nylord nicht, Rango. Bei mir gibt's nicht. Ach, das hier ist Rango oder ist das hier Nylord? Nee, das ist Nylord. Das bin ich. Okay, dann wow. Erklär mal, was du hier schön das gebaut hast. Ein Apparry. Okay, 1 Punkt. Ein Punkt. Und an, aus, 0, 0, an, 0, 0, 0, aus, an, aus, an, 1 aus. 1.0.0.0 gibt 0, also gibt 1 Punkt von 9 Punkten. Du falsch spielst den. Nylord so. Hat gewonnen. Der war disqualifiziert. Gut, gut. Also Rango war disqualifiziert, der kriegt schon mal 0. Und dann gibt's hier noch Blue Ledge. Mal gucken, was er so ist. Wer hat hier das Licht weggetan und der Dings rein? Das dürfen die manchmal wegtun, weil manchmal verbinden sich Pipes damit und so. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt diese Redstone Tubes nehmen würde, dann würden die sich damit verbinden. Das habe ich dann erlaubt, dass man die wegnehmen darf. Okay. So, was ich hier an jetzt erstmal Blue Led, stell mal vor. Blue Led. Ja, also ich habe hier erstmal meine Energie mit hier unter ist Öl und Wasser, eben die Grundmaterialien habe ich genutzt und damit Combustion Engines betrieben. dann ziehe ich das mit den Energy Conduits hier durch. Dann komme ich hier zu meinem Carpenter. Da mache ich Impregnated Sticks. Einfach dann von Hand rausnehmen und so. Daneben ist mein Squeezer, da mache ich Ziele. Und dann habe ich hier eben nochmal ein Apiary. Wo die Queen fehlt? Die sitzt hier. Ja, die Queen ist bestimmt gerade durchgelaufen, aber keine Ahnung, wo die jetzt hin ist. Ja, da ist sie. Dann okay. Eben mit Impregnated Stick, Frames. Und ja, dass sie viel produzieren. Das ziehen die eben ihren Filter mit einem Timer raus. Gehen hier die Prinzessin und die Drohnen immer rein. Philipp und Nylord, könnt ihr ein Stück zurückgehen? Ja. Dann geht das ein Stückchen hier weiter in Zentrifuge, da gehen eben die ganzen Waben. Und falls was anderes antrifft, was eigentlich nicht passieren sollte, geht das einfach direkt in die Kiste. Mhm. Und wer hat den runtergestellt? Wer hat was runtergestellt? Hat jemand hier den Timer runtergestellt? Ja, ich hatte ja so das Limit gesetzt, so 2 Sekunden. Sollte ja, der... keine Ahnung, der hat eben... Der stand gerade auf irgendwie 200 Milli... 0,2. Ja. Dann wird es hier wieder rausgezogen durch den Filter und in die Kiste. Ja, okay. Was ich an dieser Maschine ehrlich, oder an diesem System ehrlich gut finde, dass er Combustion Engines genommen hat und nicht den normalen Industrial Craft Strom und dann eine Electric Engine. Also ich finde, das sieht schwer aus. Oh, ein bisschen aufwendiger. Ja, ist halt ein bisschen aufwendiger, aber ist mal was anderes als jetzt einfach so, klack, nehmen wir das. Ja, genau. Hat den schwierigeren Weg genommen. Ja. High five, Lulet. Dann würden wir sagen, also Teile sind alle drin. Das ist, also die Redstone Tube ist drin, der Timer ist drin, die Redstone Pipe und den Apparary. Also gibt's nochmal 3 Punkte für ihn. 4 Punkte. 4 Punkte. Ich sage immer 3 Punkte, aber egal. Und jetzt habe ich den Tank hier auch wieder gefunden. Wollte ich wieder deko-mäßig.
Ja, okay. Und dann würde ich sagen, Aussehen? Ja. Aussehen. Könnte ein bisschen alles kompakter gebaut werden. Ja. Also würde ich sagen, Aussehen gibt es 2 Punkte, 1 Punkt oder 1,5? 1,5. 2 ist Maximum, ne? 2 ist Maximum. So würde ich sagen, 1,5, oder? Ja. Ich habe das ja, extra auch, übersichtlich gebaut, dass man das leichter ich gucke nicht rein. Kann. Und ja. Funktioniert die Maschine? Gebe ich auch 1,5. Also ja. Funktionieren oder? Wurde sie aufwendig gebaut oder eher leicht? Also. Ach, Scheiße. So nett. Das weiß ich jetzt nicht, wie ich das bewerten soll. Hast ich würde sagen, es geht schwerer sicher auch. Mittel. Er hätte zum Beispiel hier noch die Pipe weiterlegen können. Irgendwie so, dass da noch was automatisiert wird. Also. Weil ich mir gerade frage, wo hat der die Speeds her für Seedöl? Die waren in der Kiste. Ah, okay. Was hätte er vielleicht noch irgendwie automatisieren können? Sag mal, spinnst du? Die einfach mein Wasser abzapfen. Na, ich glaube, Wasser kriegst du genug, aber. Aber ja, ich würde dir die volle Punktzahl geben. Okay, 2. Am kompliziertesten von allen. Ja. Ja, vor allem die meisten Megajoule hier. Also ich finde, Nylord hat die krasseste Maschine gebaut. Genau, voll. Danke. Ja, gar nichts. Weil der Schalter, den man da umlegt, der macht so einiges. Der bewegt die weg. Der hat ja so viel Sinn, ne? Gut, dann hat er wie viele Punkte? Also, jetzt Blulin hat 8,5 Punkte von 9. Also eigentlich relativ sehr gut. Also rot. Philipp Wegop hat 6,5 Punkte von 9. Also grün. Nylot hat 1 von 9. Also blau. Und Rango habe ich nicht mitgezählt, der hätte 0 gehabt. Okay. Ja, seine Bienen können hier ja nicht mal wursteln. Der hat nicht mal Blumen aufgestellt, Alter. Okay. Hey, also ist Sieger rot. Also Sieger Blulet. Yay, Blulet. Das nächste Mal musst du wieder mitmachen. High five. Ja, der Sieger muss natürlich das nächste Mal wieder mitmachen. Genau, der muss seinen Rang verteidigen. Und der Verlierer Sieger auch. Darf jetzt auch springen. Der Verlierer auch, der mit 0 Punkten. Nee, 1 Punkt. Nein, du bist ja schon gesprungen. Der mit 1 Punkt muss auch mitmachen. Der springt alle bei jetzt. Dings in den Tod. Ich hab auf das keine Lust gehabt. Bau hier gerade mal was. Axt an den Kopf. Jetzt kann man's jetzt sagen. Gut, dann würde ich sagen, dann war es das für die Folge. Leute, seid ihr da reingekommen? Nee, warte, eine Sache möchte ich machen. Achso, Platz, ein Bild, genau mal ein Bild. Ja, das soll das Thumbnail werden. Blula, guck mal, wo ich bin. Was haben du da unten gebaut? Da unten, da habe ich die zum Spawn reingetippet. Ja, du bist irgendwie daneben. Alter, Alter mal herkommen. Schieße irgendwie die ganze Zeit, ich bin bei deiner coolen Konstruktion gefangen. Und? Hallo, alle mal herkommen. Die Timer funktionieren hier noch nicht mal. Das ist so ätzend. Die Timer sind stehen geblieben nachher. So, jetzt mal alle hier zu Weiß kommen. Alle. Also der erste, zweite und dritte Platz. Da muss man alle tippen. Alle unten. Wieso sind die jetzt alle hier? Weil sie hier runtergehüpft sind. Die haben sich alle in den Tod gestürzt. Alter, wer steht die ganze Zeit auf Druckplatz? Kannst mir helfen, weil ich kann nicht TPOL machen. Ja, wer fehlt noch? Blulet ist hier. Blulet. Nee, ich bin nicht hier. Aber lass gleich echt noch eine Runde machen. Na, nee, meine Festplatte ist total vollgelaufen. Ja, ohne Aufnehmen. Wer fehlt noch? Der Nylord. Ey, Philipp, weg auf runter da. Muss schon anderen Seite. Wer fehlt noch? Sonst war keiner unten, glaub. Hau ab. Spengel schon oben. Wo ist das Platz? Was willst du von mir? So, jetzt mal vernünftig hinstellen. Ich möchte das gleich mal so ein Foto von machen. Hau ab! Ja, Martina darf hier stehen bleiben. Ich bleib nicht. Aber Philipp darf hier nicht stehen bleiben. Hau ab! Jetzt macht er vernünftig. Hallo. Hau ab! Ey, ich bin noch bei meinem richtigen Platz. Und wo ist hier jetzt? Wo ist Nylord? Ich bin doch nicht auf dem zweiten. Ja, stell dich auf den dritten. Ich bin auf dem zweiten. Ich hab 6. Hau ab. Ey, aufhören, jetzt zu mir gucken und lächeln. Mach du auch ein Bild? Ja, ich hab 3 mit Fraps gemacht. Jetzt fällt er weg, aber jetzt guck hier mal vernünftig her. Brauchst du auch ein Bild machen? Ja, Brot in der Hand. Philipp! Nein, das steht hier gar nicht.
Ich stehe neben dir. Oh, jetzt stell dich doch nicht um. Ich stehe neben dir, du Lappen. War jetzt vernünftig. Jetzt stehe ich in dir. So, warte mal. Irgendein Bild wieder schon verpassen. Welche Taste ist das nochmal für bei Minecraft ein Foto zu machen? F10. Nee, keine. F2. Ah, jetzt stehst du in mir. Weil ich gerade hoch. So, dann würde ich sagen, ich mache an dieser Stelle Schluss. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert, kommentiert, liked, disliked. Favorisieren nicht vergessen. Ja, und dann. Wenn ihr mitmachen wollt, einfach melden. Genau. Ciao. Tschüss. Liebe euch.